ist ein imperialer Kreuzer, imperialer Jäger. Ja, können wir uns schon drauf freuen. Das ist vermutlich ja Majestic Class Interdictor, ja, vom Imperium. Ja, auch hier die Größenverhältnisse mit diesen kleinen Lichtern, dass man halt wirklich viele an Bord weiß. Auch dieser Ring sieht sehr cool aus. Allgemein, die, muss sagen, die auch von der Föderation, die ganzen größeren Schlachtschiffe, die sehen alle sehr geil aus, muss ich sagen. Der Dreadnought, wer hätte es gedacht? Ich glaube, das muss man nicht draufschreiben. Wenn man das sieht, dann weiß man Bescheid von der Größe her. Und das, dieses Bild interessant, weil es öffnet sich was. Andocken. An diesen Teilen andocken. Und eventuell damit interagieren. Vielleicht da gleich seine Combat Bonds oder sowas abholen. Ja, seine Kriegsprämien. Das wäre auch eine echt coole Sache. Jetzt sind wir bei der Föderatione. Zumindest teilweise. Der Farragut Battle Cruiser. Hier, die haben auch so ein hier, Launch Bay für Toasts. Fliegende Weltall Toasts. Nee, also, ihr wisst natürlich, was das ist, aber. Ja, auch hier dann so überall so kleine Hangars und das sieht dann schon fast aus wie so eine kleine Stadt oder sowas. Menschen laufen hin und her, wenn sie dann wirklich in so einem Detail gerade was kreieren, hier mit der Kombüse oder Bar, keine Ahnung. Hui, hui, hui. Ich komme nie wieder aus dem Spiel raus, schätze ich. Aber erstmal müssen sie da hinkommen, dass sie das so, ja, in so einem Grad hinbekommen. Das sieht aus wie, ja, das ist richtig groß, wie es jetzt aussieht. Und sieht auch richtig cool aus. Wenn man da damals noch schaut, wo das zu Beta-Zeiten und wie es jetzt aussieht, ist schon ein wahnsinniger Unterschied. Also was da alles passiert ist, wenn da natürlich noch solche Lücken und Löcher mit reinkommen und das dann auch so brennt und so, ja, gerne. Spätestens dann, wenn wir gegen die Aliens kämpfen müssen oder so, verteidigen müssen, dann wird es interessant. Dann hat man vermutlich öfter mal eine Schlacht, wo auch ein oder zwei größere Schiffe mit dabei sind. Ja, und dann natürlich die Varianz von den Starports braucht man ja auch. Damit ein bisschen Abwechslung reinkommt, ganz klar. Obwohl, eine, die so nah dran ist, habe ich noch nicht gesehen, wäre aber auch mal richtig cool. Orbis-Station, ja. Könnt ihr mal dazu lesen, wenn ihr wollt. Ich mache das nicht noch, das Video wird so und so schon lang. Vielleicht mache ich das sogar in zwei Parts. Ist möglich, weil ich glaube, so lange am Stück schaut man sich das nicht an oder tut sich meine Stimme auch nicht an. Das weiß ich jetzt nicht, wie das so bei euch ist. Ne? Aber ich habe auch gerade, na, ist eigentlich egal. Ihr könnt ja dann am YouTube-Video sehen, wie weit ihr schon seid und ich werde sehen, wenn ich fertig bin, dass ich fertig bin. Ne? Jolis-Station, so sind sozusagen die ganzen Namen für die Stationstypen. Ja. Ist ja aus wie so ein bisschen abgeänderter Borgwürfel. Vermutlich hat da gerade einer Star Trek geschaut und dann gedacht, na, so eine Station können wir auch mit reinbauen. Naja. Tiefe und Detail, na klar, das ist natürlich verdammt schwer. So ein großes Objekt richtig durchzudesignen, da steckt schon einiges an Arbeit dahinter. So eine halbdurchsichtige, transparente Fassade wäre ja auch ein richtig cooles Gimmick gewesen. Aber es ist noch nicht das Ende aller Tage. Ich denke, da kommt noch mehr, keine Frage. Oh, es ist. Achso, das sind ja die einzelnen Abdeckungen und Detailteile, die sie mit reingebaut haben, natürlich. Leider nicht so hochauflösend, ne? Aber ich denke, es ist klar, jeder, der schon mal an der Station vorbei oder näher drumherum geflogen ist, weiß definitiv, wie es denn da ungefähr vom Detailgrad aussieht. Und es sieht gut aus, muss ich wirklich sagen. Die sind sehr gut geworden. Ist wieder Atmosphäre zur Station hingeben ist natürlich sehr gut, also einfach nur Atmosphäre im Sinne von Spielatmosphäre. Dieses Bild, diese Bilder ja allgemein, auch mal so eine Station, die in einem sehr starken Nebel liegt, würde ich mir mal wünschen. Oder sehr nah an einem Mond oder sowas.
sowas auch gern. Die ganzen Ideen, die sie hier haben, bitte. Freunde der Welt, tut euch keinen Zwang an. Vor allem so eine Station, die so stark in den Nebel liegt, das fehlt mir eigentlich noch sehr. Ja, 400 Billionen Sternensysteme. Wir haben ja gerade das beste Beispiel, wie gut prozedural generierte Sachen funktionieren mitunter und wie viel das nun besser ist, als wenn man überall Hand anlegt. Aber die Vorstellung, dass man so eine große Möglichkeit hat, ist trotzdem sehr geil. Kann man sagen, was man möchte. Ist einfach so. Asteroidenfelder, Rock and Roll. Ja, ich hoffe, Freunde der Welt, man rockt und rollt noch ein bisschen mehr demnächst. Ich habe ja schon, glaube ich, zum ganz, ganz vielen Mal schon geäußert, wie ich mir das denn vorstelle, wie so ein Asteroidenfeld auszusehen hat. Ne? Jetzt sind eigentlich mehr oder weniger nur Screenshots, was man ja gerade sieht. Außer das halt hier, aber es ist nicht sehr hochauflösend. Achso, jetzt kommt natürlich schon die Episode, wo sie erzählen, wie sie denn ihre Planeten erstellen. Und dass das natürlich auch nicht einfach ist. Wenn man sich jetzt so das Detail von diesen Gasriesen ansieht, dann bin ich der Meinung, dass es in den Detailreichtum ja nicht im Spiel ist. Was trotzdem geil wäre. Aber so hoch extrem auflösende Texturen brauchen auch Massen an Speicher und würde Ladezeiten mitunter halt auch verlängern. Aber wenn man es optional trotzdem einstellen könnte, wäre es sehr cool. Also, falls es vielleicht sogar schon irgendwo geht. Falls jemand interessiert, meine Steuerung, mit der ich letztens gekämpft habe im Spiel, ich habe einfach dann die Config-Datei im Filesystem aufgemacht und dort händisch eingetragen, welche Tasten ich wo belegt haben will. Dann hat keine komische Automatik gezogen und ja, alles war super. Der Nebel bekommt man bekannt vor, sieht aus wie Kalifornien oder sowas. War ich, glaube ich, schon. Naja, mit den Nebeln da, also da haben sie wirklich ganze Arbeit geleistet. Die sehen alle sehr geil aus. A little buggy, ja. Das ist aber, schätze ich, nicht nur darauf bezogen. Aber vor allen Dingen, was ist denn das? Das sieht ja aus, als ob der auf einem Asteroiden, in einem Asteroidengürtel gelandet wäre. Wenn das gehen würde. Richtig geil. Bitte macht das. Aber, gibt's ja noch nicht, aber sieht zumindest so aus hier, ne? Me and my buggy. Beep, beep, me. Oder so ähnlich ging das. Das SRE, genau. Da haben sie auch, so wie es aussieht, ganz viele Vorstellungen. Auch von diesen großen, dieses große, das sieht man gerade ganz schlecht, dieses große Teil. Ja, wegen mir so à la Marco-mäßig hier, erinnert euch vielleicht an Mass Effect, wer es gespielt hat. Wegen mir so ein größeres Teil, was weiß ich, was dann vielleicht richtige Mining-Operationen unternehmen kann oder sowas. Wegen mir, gerne. Gerne, gerne, gerne. Der Scarab. Er sagt, glaube ich, das aktuelle, ne? Ja, ich glaube, das ist das aktuelle SRE, was jeder hier fahren kann und darf. Das sieht sehr lustig aus. Also, sie haben da auch einiges an Ideen reinfließen lassen. Dieser Raketenwerfer zum Beispiel ist sehr lustig. Ja, also ich denke, da ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss gefallen. Da wird schon noch was kommen. Es fühlt sich ein bisschen so an, als ob die das immer noch bei Elite Dangerous am Grundgerüst bauen. Und wenn dann die ganzen Sachen überall das Grundgerüst steht, dann kommen die Details und die Tiefe überall rein. Aber erstmal versuchen sie, dieses breite Grundgerüst abzudecken, dass das alles grob geht. Und dann, schätze ich, habe ich das Gefühl, geht es dann so los wie, oh, jetzt fangen wir an, jetzt tun wir da Tiefe hinzufügen und weiß ich nicht gesehen. Genau. Da haben sie sich auch echt cool überlegt mit diesen Düsen in den Rädern drin. Ist eine coole Sache. Naja, das stimmt. Ein bisschen wie ein Insekt sieht es natürlich aus, das Teil. Wäre mal gespannt, wenn es dann noch Bodengefechte gibt, vielleicht zum Stationen verteidigen, wenn dann Torguiden-Vehikel kommen und Menschen-Vehikel und naja. Das sind alles noch interessante Maßstäbe, was dieses Spiel annehmen kann. Mal sehen. Ich
Ich denke mal, ich mache aus automatisch aus Versehen zwei Seiten mit einmal, aber ist alles gut, alles gut. Wir sind da, wo wir sein wollen, sollen. Hier nochmal Cockpit, alles, Details. Aber wie es denn aussieht, wissen wir ja. Das zum Beispiel ist natürlich klar, dass das vermutlich im Konzeptart, wenn das Konzeptbuch gleich am Anfang rausgebracht ist, dass das da noch nicht drin wäre. Hier sieht man es nochmal gut, also hier ist nochmal eine andere Version, Alternate Designs, wegen mir, von dem Development, bringt die mit rein, macht Unterschiede, teurere, billigere SREs, was auch immer, oder dieses Teil, vielleicht sogar noch mit einem Launch Bay für so ein kleineres Teil, ist mir egal, möchte ich haben, möchte ich fahren. Das ist am besten, dass das irgend so ein Bohrkopf ausfahren kann und auf so einen richtig tiefen Vorkommen irgendwie bohren kann oder sowas. Warum nicht? Ne? Wäre ja eine coole Sache. Also dann auch hier so angedeutet, irgendwelche tiefen, dunklen Canyons erkunden oder alte Wracks damit. Ah, so typisch, auch hier wieder, sieht ein bisschen aus wie dieses, kennt ihr Anfang Alien 2, wo die mit diesen Teil da zu diesem Alien-Schiff gefahren sind. Sieht auch ähnlich aus und auch das Bild hier oben in der Ecke erinnert mich stark daran. Also, weil wir gerade bei Aliens sind, ne? Das Bild hätten sie vermutlich auch noch nicht reingemacht in das allererste Konzeptbuch, wenn sie es gleich am Anfang rausgebracht hätten. Also ich denke, im Endeffekt ist es doch ganz gut, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Ist auch ein bisschen Content drin. Könnte ein bisschen mehr sein vielleicht noch, obwohl es ja schon recht gut ist, aber noch mehr solche großen Bilder aus Artbook ist ja gerade das, was man dann auch sehen will mit. Aber, naja, ich beschwere mich jetzt nicht. Es ist alles super, ich bin zufrieden. Es war nur so eine Anmerkung. Immer noch der Meinung Targoiden. Es sieht so insektoid aus. Wird wohl targoidisch sein. Aber dazu wird hier bestimmt noch nichts drin stehen. Nein, nur dass das ein Beweis ist, dass wir nicht allein sind und was dann daraus noch folgt. Mal sehen. Wird ja dieses Jahr scheinbar noch revealed. Und das sieht aus wie eine Bruchlandung. Das sieht allgemein sehr geil aus. Also ich hätte gern diese Bilder nochmal ohne diese blöde Schrift und Zeug. Ich meine, das kann man noch bearbeiten. Aber das sind mitunter sehr geile Hintergrundbilder, würde ich sagen. What is K-Art? Ja, herausstechende Bilder, die sozusagen das Bild und den Gedanke, das Spiel und den Gedanke vom Spiel wiedergeben. Hier zum Beispiel mal einen Frachtraum zu sehen, auch wenn es sehr verpixelt ist. Hier die Powers, die mir leider. Jemand mit Zylinder und Gehstock, warum nicht? Und Tee, ist ein sehr reicher Händler, schätze ich mal. Auch hier sieht man ein bisschen, Fracht steht herum, kurz vorm Beladen. Mit dem Powers Ansatz nicht schlecht, die Umsetzung war halt auch wieder ein bisschen, naja, ein bisschen leblos. Also ich kann mit denen jetzt nicht viel anfangen oder mich damit identifizieren, das ist jetzt eher noch nicht so. Die E3. Okay, haben sie einen riesen Banner designt. Auch mit sehr lustigen Bildern, wie es aussieht. Habe ich gar nicht gesehen. Wird vermutlich das hier gewesen sein. Na ja, genau, hier ist das große Banner. Und so sah es dann final aus. Sieht sehr schön aus. Ist sowas zum Beispiel auch ein. Von der Form her würde das gut aus dem Kanalbild oben passen. Aber ich mache ja nicht nur. Jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Ich mache ja nicht nur Elite, ich mache auch andere Sachen. Das heißt, ich muss mir eh mal irgendwann einen neuen Banner zusammen malen, basteln. Von daher. Optimized for 16K Auflösung. Da haben sie ordentlich Detail reingesteckt. Bei 16K, da muss man schon ganz schön hochauflösend sein, damit es nicht verpixelt. Aber das haben sie ja auch ganz gut hier hinbekommen. Baut 3D-Modelle rein, das dann gut rendern lassen und schon bekommt man dann so langsam sein hochauflösendes Bild davon zustande. Ja,
wenn dann die Planetendetails dann noch in die Richtung gehen, freue ich mich schon drauf. Je nachdem, wann das dann kommt. Das sieht auch sehr lustig aus mit diesen Antriebsstrahlen. Sieht ein bisschen aus, als ob das Enterhaken wären. Aber es sind einfach nur Laserschüsse oder Antriebsüberreste. Ich glaube, es sind ja Laserschüsse. Auch hier mit so einem Lavaplanet, so einem extremen Lavaplanet oder kalter Sonne oder Eisenkernsonne oder was weiß ich. Und dann mit diesem Asteroidenfeld hier und dazwischen eine Station. So eine Location braucht man. So eine Location bekommt man aber ganz schwer generisch hin. Ja, solche speziellen. Die werden halt dann so designt, indem man halt, ja, jemanden ranlässt, der die Szene sozusagen ausarbeitet. Und generisch ist solche speziellen Momente, solche speziellen Szenarien zu erschaffen schwer. Man muss halt, wie ich schon sagen, Mischmasch aus Generik und also prozedural generierten und manuell implementierten machen. Wäre, denke ich, der beste Weg, aber man muss halt immer sehen, wie viel Mann man hat und wie viel Zeit und man braucht auch ein bisschen Content. Ich sehe gerade hier diese ganz kleinen Texte, die habe ich jetzt nicht immer mit reingezoomt. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr das unbedingt nochmal lesen wollt überall, dann gehe ich nochmal durch und zeige euch bloß diese kleinen Kommentare und ja. Auch hier schöne Massenschlacht zu sehen, ne? Sowas kann es ruhig gern mal wirklich im Spiel geben. Auch hier dann noch ein bisschen Schlüsselbilder für die Horizons-Erweiterung, wo es ja hauptsächlich um die Planetenlandungen ging. Ne? Auch hier, man fährt aus einem Hangar, fremde Welt. Dass natürlich so viel drumherum los ist. Dieses Bild ist gerade noch unrealistisch, genauso wie... Ach hier, seht ihr das? Das ist doch schon wieder so ein Teil, wo man eigentlich auf dem Asteroiden sein müsste, damit dieses Bild stimmt. Also ich habe noch keinen Asteroid gesehen, auf dem man landen kann. Oder zumindest was Asteroid groß ist. Also von Asteroid gehe ich natürlich aus, von so einem wirklich größeren Teil, ne? Nicht die im Abbaufeld sind. Sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen, aber gedacht ist es scheinbar mal, weil aus Konzeptart, ne? Obwohl das ja das Bild dann sozusagen Verfälschung der Tatsachen ist. Auch hier ist es ja dann dieses Titelbild von Horizons, also es ist cool in Szene gesetzt, aber völlig daneben von dem, was es eigentlich dann im Spiel bedeutet, weil da sind nicht irgendwelche riesigen Raumschlachten über einer Station, die vielleicht sogar dann auch Auswirkungen auf diese haben oder um die es dann geht und dann noch also Bodenkämpfe mit Luftunterstützung, das auch noch auf einem Ding, was ein Asteroid scheinbar ist, mit so einem Asteroid im Hintergrund und einer Station noch zu sehen. Also diese ganze Szenerie verspricht eigentlich etwas, was es so in Elite Dangerous absolut noch nicht gibt oder ich zumindest auf jeden Fall noch nicht nirgendwo gesehen habe. Halt, jetzt habe ich es doppelt verneint, die ich noch nirgendwo gesehen habe. Von daher, schönes Bild. Man muss aber aufpassen, dass man da seine Leute, die das Spiel kaufen wollen, nicht verarscht mit solchen Trailern und solchen Bildern. Das Engineers Update wurde damit introduced mit diesem Bild. Ja, die Engineers, dann sieht man halt schon, es klappt schon langsam mit Gesichtern und Charaktererstellung. Sieht gar nicht ganz schlecht aus, kann man dann vermutlich auch einiges machen, wenn es mal so weit ist, dass man den Avatar erstellen kann. Auch hier sehr viel Arbeit drin, das ist sehr, sehr viel Arbeit. Und ja, dauert halt ein Stück. Close Quarters ist natürlich auch so eine Sache, habe ich mal eine Weile gespielt, aber eigentlich spielt man das Hauptspiel, das ist es. Und man sollte das, was hier irgendwie ist, irgendwie spielmechanisch, auch mit diesen Stationen definitiv dann ins richtige Spiel einbinden. Die Stationen sollen ja jetzt kommen. Mal sehen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, Powerplay, wie gesagt. Man hat zwar jetzt die Gesichter zu den einzelnen Powers und auch wie die entstanden sind, aber naja, es ist halt, die sind trotzdem sehr leblos. Also wenn die wenigstens was sagen würden, sich verhalten würden oder irgendwas eingeben würden, dass ich das anfühle, dass ob das wirklich was ist, wo man sich identifizieren damit kann oder dass das halt einen Unterschied macht, zu welcher man gehört. Also irgendwas, wo man es halt auch den Unterschied fühlt. Da wäre das, denke ich, alles ein bisschen besser rübergekommen, als es das jetzt war, finde ich. Deswegen
Mal sehen, also auch hier das Grundgerüst für das Powerplay ist ja da. Put it on the box, naja. Wie gesagt, da sind wir wieder bei vielversprechenden Bildern. So wie das hier aussieht, könnte ich es auch gerne, wenn man dann im Frameshift ist oder so, so kann das meinetwegen aussehen, wenn ich dann in die Außenansicht gehe. Und auch allgemein Außenansicht ist noch so ein Thema, wo sie immer noch was tun können. Box Art. Was ist denn das? Ist das etwa... Ja, ich hätte gern so ein Teil, so eine Box, wo das Spiel drin ist. Und mit so einem Konzeptbuch und solchen großen Bildern. Wo ist das? Ach so, Kickstarter-Unterstützer bekommen eine spezielle Box. Ja, bei Kickstarter habe ich es leider noch nicht gesehen, da ging das noch an mir vorbei. Aber ja, deswegen leider keine Box. Und auch hier wieder, seht ihr das? Diese schönen Asteroidenformen, dieses richtige Qualmen und auch mit diesem Nebel hier im Asteroidenfeld. So soll das bitte aussehen, bitte. Auch dann Kämpfe um Station herum. Alles. Bringt mir das alles noch ins Spiel und ja. Ihr habt keine Konkurrenz mehr. So, jetzt war ein bisschen nah dran. Stimmt, es gibt ja noch einen Soundtrack. Oder? Gab's den? Weiß gar nicht. Ob ich den noch hab? Ne, ich glaube gab, oder? Gab's einen? Ich glaube gab keinen. Ist auch eine sehr lustige Darstellung des System-Map. Also, falls das eine sein sollte, aber es wäre zumindest auch eine Idee. Würde ich cool finden. Auch hier diese, also man sieht es vielleicht im Video nicht ganz so gut, aber dieser Detailgrad auch von diesen Planeten hier. Wenn es das im Spiel auch gäbe, Halleluja, ich wäre glücklich ohne Ende. Ach, hier ist nochmal diese Boxed Edition. Sehr geil, also wer sozusagen diese Premium Box von Kickstarter mitbekommen hat, ne, da kann sich definitiv glücklich schätzen. Auch mit T-Shirt, das ist ja lustig. Die Premium Box. Aber ich gehöre nicht dazu. Aber vielleicht gibt es das irgendwann nochmal so. Dann werde ich es mir auch nicht holen, weil ich habe ja das Spiel schon. Es sei denn, ich habe irgendwann mal, es sei denn, ich bin irgendwann mal gigantisch großer YouTuber und schwelge in Ruhm und Reichtum. Ich muss jetzt schon lachen, ich kann noch nicht mal zu Ende erzählen. Nee, Quatsch, ihr wisst ja, ist einfach nur Scheiß, was ich hier mache. Und ich mache das aus Lust und der Freude. Wenn mal irgendwann Geld abfallen sollte dafür, dann ist das gut, weil es ist ja auch ein bisschen Geld reingeflossen. Aber hauptsächlich macht es einen einfach nur Spaß und wenn desto mehr Leute zuschauen, desto schöner ist und alles andere ist nicht gezwungen, ist einfach nur, was kommt, kommt, hoch. Was nicht kommt, kommt nicht. Auch hier, diese krassen Schlachten noch mit diesen Jägern und vielleicht noch Abwehrgeschützen und Punktverteidigung, weiß ja nicht, ob die dann sogar ziehen bei den kleineren Jägern. Ah, wenn diese ganzen Punktverteidigungen dann auf einmal anfangen zu feuern, das sieht dann auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ja, auch der 2014 war der erste Cinematic-Trailer. Ah, ist schon wieder so lang her. Gott, wie die Zeit vergeht. Aber hier dieser Detailgrad in diesem Renderer-Video, wow, das ist richtig cool geworden. Wenn man dann wirklich mal so herumlaufen kann. Hui, ich freue mich drauf. Was ist denn das hier? Das ist, achso, 3D-Modelle vom Cinematic-Trailer zu Horizons, der auch ein bisschen übertrieben war. Sie wollten mit den Trailern einfangen, um zu zeigen, wie sich Spieler fühlen, wenn sie das spielen oder die Features dann nutzen. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Seht ihr, was hier das hier ist? Massenschlacht, Explosionen und krasse Effekte und diese Explosion, keine Ahnung. Ja, also... Ich sag nur Horizons Trailer, also und dieses Bild vor uns. Ich habe schon viel gemacht und konnte mir auch ein bisschen gute Sachen, sag ich mal, rollenspielmäßig reinversetzen, dass eine Immersion entsteht. Aber so wie im Trailer dargestellt, ist es dann leider doch nicht ganz, aber naja, Frontier Development ist dran, die Konzeptzeichnungen zeigen, es ist alles auf dem richtigen Weg.
Das ist ja, zeigen sie vermutlich diese leichte Durchsichtigkeit des Eises von Eisplaneten. Sieht sehr cool aus. Habe ich in dieser Form, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Auch hier, dieses Bild, dass da dieses Schiff durch diesen Canyon fliegt, diese Größenverhältnisse. Gefällt mir sehr. Es wäre schön, wenn es so ähnlich wie bei Star Citizen noch so eine Mittelgeschwindigkeit gibt, die halt zu schnell fürs Kämpfen ist, aber zum Fortbewegen ideal. Das wäre noch richtig geil. Auch auf Planeten, dass man das auch richtig lang heizen könnte. Würde mir sehr gefallen. Beyond 3302. Ihr seht, da ist dann das finale Release-Datum, wenn dann alle essentiellen Features im Spiel sein sollen. Dauert also noch eine Weile. Das ist dann ein paar Generationen weiter. Vielleicht gibt es ja meinen Kanal noch, wenn ich den vererbe. Da wird euch dann zeigen, wenn das alles draußen ist, wie schön das alles im Spiel ist. Ihr seht, dann hat man nur noch so eine dünne Brille aus VR und kann das dann spielen. Da ist dann nichts mehr mit PC. Dann könnt ihr vermutlich schon selber draußen rumfliegen. Ja, naja, mal sehen. Also steht da noch ein bisschen, was sie noch alles so vorhaben. Ich glaube, vieles hat man auch jetzt schon von der Gamescom mitgesehen. Manches, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht. Bin ja nicht da gewesen. Aber ja, ihr seht jetzt hier diese Station. Ich weiß nicht, vielleicht ist das sogar auch eine Station auf dem Planeten hier. Dann dieses überhaupt auf Station herumlaufen, Interiors. Dann hier, das ist, glaube ich, ist das hier Drohne, die repariert. Oder sieht zumindest aus, als ob man hier entweder sein Schiff selber von außen repariert oder ein fremdes Schiff gerade. Ach ja, es sieht so aus, als ob es gerade wirklich repariert wird. Ja, also allgemein Schiff verlassen, draußen rumfliegen. Hier das hier, wie geil ist das denn? Bodenstation und dann sowas. So richtig städtmäßig, das wäre richtig geil. Auch mit diesen Geysiren hier. Planeten mit Geysiraktivität habe ich ja schon gefunden, nur leider waren keine Geysire zu finden. Aber upcoming ist ja jetzt alles into the future, das heißt, das ist alles irgendwie mal noch geplant. Ich freue mich riesig drauf, wann denn das dann nun kommen wird. Das steht in den Sternen. Ja, auch hier, Sock und Patterson. Das sieht dann schon so ähnlich jetzt aus wie bei Star Citizen. Auch hier mit diesen im kaputten Raumschiff rumschweben und irgendwas reparieren. Oder auch hier auf diesen Stationsringen umherwandern, so ähnlich wie bei Mass Effect auch. Und hier, also, es ist, also, Die haben schon eine richtig geile Idee von dem, wo es mal hingehen soll. Das müssen sie es nur noch irgendwie schaffen, da anzukommen. Das, glaube ich, haben sie verglichen mit einem Venusartigen Planeten, wo sie es vor, ich glaube, letztes Jahr schon vorgestellt haben, dieses Konzept dort. Das gibt es schon eine Weile. Wo es dann halt so, wie es denn auch sein könnte, wenn man dann halt durch Planeten fliegt oder wo halt auch dann Atmosphäre und richtige Stürme sind. Und ganz ehrlich, die Vorstellung, jetzt hier lang fliegen zu können, richtig geil. Ob das denn dann nun kommt und wann, das weiß ich nicht, wird noch eine Weile dauern, aber ich freue mich riesig drauf. Avatare, naja, das ist ja auch noch das, was soll das dieses Jahr noch kommen oder nächstes Jahr? Das ist auf jeden Fall dann, wenn Multicrew kommt, kann ich jetzt gerade gar nicht so genau sagen. Aber ihr seht, ja, sieht schon gar nicht so schlecht aus, wenn man es dann noch richtig designen kann. Also diese Avatar-Bilder von den meisten Auftraggebern sehen ja noch ein bisschen spuckig aus. Aber das hier sieht eigentlich ganz gut aus. Also mal sehen, wie weit sie da kommen mit ihrem Editor. Vielleicht wird da was ganz Gutes draus, wenn man dann noch seine Anzüge customizen kann. Dann haben sie mich wirklich gefangen. Star Citizen ist da ja schon ein bisschen weiter, was das angeht. Zumindest was spielbar ist. Aber was prototypmäßig ja schon läuft im Innern von Frontier Development, weiß ja auch keiner. Also, wer weiß, ne? Auch das hier fängt so eine Szene richtig geil ein, so auf dem Frachter gerade unterwegs gewesen oder irgend sowas. Oder Erkundung oder hast du nicht gesehen, kommt man gerade von der Mission. Alle wollen sie erstmal in ihre Koje und sich abends dann nochmal an der Bar treffen. Und Captain ist zufrieden. Ja, der Ingenieur. Oder, keine Ahnung, vielleicht sogar der taktische Leader oder sowas. Keine Ahnung, macht einen zufriedenen Eindruck. Ja, die zwei Neuen haben sich gut angestellt, erster Job, alles gut geworden, vor allen Dingen der Grünschnabel hat es überstanden. Ja? Also, Szenerie
kann sonst was bedeuten, aber ich hoffe, es geht irgendwann im Spiel mal dann dorthin. Right on, Commanders. Was ist denn nun los? Blablabla, traumatic and engaging. Also sie haben auf jeden Fall vor, das irgendwann mal sehr lebendig zu machen. Ja. Bis es soweit ist, ne? Dauert es natürlich noch ein Stück. Thank you for playing in our galaxy, the Elite Dangerous Team. Ja. Ich bedanke mich jetzt sozusagen bei allen, die dabei waren. Oh, hier sind noch ein paar Bilder, die können wir mal kurz durchgehen. Sozusagen aus Credits. Auch hier sehr geil. Ja, ich bedanke mich für alle, die mit zugeschaut haben, dass sich alles genau angeschaut haben. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und ja, dann hoffen wir mal und drücken alle die Daumen, dass es Frontier Development irgendwann genug Geld und Zeit hat, dass alles, was wir hier jetzt sehen konnten, auch irgendwie mal dann den Weg ins Spiel mit Chef, das ist ein Clipper, gibt es ja schon, aber ich meine jetzt halt ganze drumherum, ganze Detailgrad auch hier. Ja? Also, dass das dann alles mal irgendwie kommt und David Braben ja dann seine Sachen einhält und das alles gemanagt bekommt und ja, dann zum Schluss freue ich mich und ja, werde arbeitslos und werde noch Elite Dangerous spielen und nebenbei YouTube-Videos machen, schätze ich. Keine Ahnung. Na gut, dann viel Spaß noch, was auch immer ihr jetzt gerade macht. Schön, dass ihr da mit, ja, mit mir das angeschaut habt und ja, wir sehen uns, lasst euch gut gehen. Euer Edelbob, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Wisst ihr, wie es läuft. Macht's gut.